das ist das, was ich jedenfalls als Erbe der Reformation sehe. Weltoffenheit, Vielfalt, Respekt voreinander, Respekt auch vor unserer Verschiedenheit. Mein Schwerpunkt evangelische Studierendengemeinde, Studenten kommen einfach von überall. Toleranz, auch aushalten können, dass andere Auffassung sind. Es ist noch nie vorgekommen, dass wir gesagt haben, du bist Moslem, du darfst jetzt nicht bei uns dabei sein. Und das Ganze gepaart mit einem Gefühl von Freiheit und Verantwortung. Wir wollen friedlich miteinander leben. Wir haben Werte, die uns wichtig sind und die sich in so vielen Bereichen auch überschneiden. Und deswegen kommen wir miteinander aus. Freiheit eines Christenmenschen bedeutet nicht, sie im Stillen zu genießen. Und diese Erfahrung kann man einfach nur machen, wenn man es auch versucht zu leben. Also wenn man die Menschen zu sich reinlässt und zu den Menschen rausgeht. Ja.